Herzlich willkommen zum WinLab Workshop über Ubuntu Server. Mein Name ist Wieland, ihr seid hier schon auf meiner altbekannten Maschine. Ich bin im Homeoffice und ich werde mit euch heute einmal Ubuntu Server Headless installieren, anknüpfend in den vorhergegangenen Workshops der letzten Male. Und da haben wir eine Version mit grafischer Oberfläche installiert, ein Ubuntu-Derivat namens Mint. Und jetzt machen wir das Ganze mal ohne grafische Oberfläche, ne? Einfach nur headless. Die altbekannte Prozedur, also klar, muss ich euch nicht erklären, ach, das war der alte. Wir müssen das runterladen, ne? Und zwar auf der Ubuntu-Seite. Es gibt da verschiedene Varianten. Es gibt da einmal so eine virtuelle Nummer, da kann man dann mit einem Kommando aus der Konsole eine virtuelle Instanz auf seiner Hostmaschine droppen, aber wir nehmen die die Open the Manual Server Installation. So, okay. Das brauche ich nicht weiter erklären. Das haben wir schon mal gemacht beim letzten Mal, wie man hier durch die Einstellungen von VirtualBox geht. Das brauche ich nicht weiter erklären, deshalb werde ich das auch ein bisschen skippen, beziehungsweise so im Schnelldurchlauf machen, ne? Das ist klar, eine Festplatte anlegen, die dynamisch ist. Wir machen, ja, ist eigentlich egal, 20 GB rein erzeugen. Zack. Einmal noch hier ein bisschen mehr Bums rauf, ein paar mehr Kerne rein. Genau. Und dann sind wir auch schon startbereit und fahren das Ganze hoch, binden einmal das das muss ich ja hier rüberziehen, das ist jetzt hier auf meinem anderen Monitor aufgepoppt, da ist es, müssen wir das einmal hier aufmachen, da ist es schon, Ubuntu Server, ja, genau. So, okay, mounten, starten, zack, und von hier drüben kommt die Maschine. Und ja, nebenbei werde ich euch mal dieses Cheat Sheet zeigen. Das ist nämlich eigentlich ganz nice. Okay, hier werden Schlüssel generiert. Ach, für den SSH Key, ja. Genau, lassen wir ihn mal rödeln. Ach ne, wir sind schon im Setup drin. Das Setup von Ubuntu, das ist relativ eindeutig. Das brauche ich euch nicht großartig erklären. Oh, Hilfe. Oh Gott. Ist das so, zack, zack. Erledigt. Einmal auf Deutsch. Hat direkt eine IP bekommen. Ist klar, ist eine virtuelle Maschine. Hat sie jetzt per DHCP von der Hostmaschine bekommen. Aber das würde bei euch zu Hause im Netzwerk nicht anders aussehen. Einmal eine Proxy konfigurieren, die ich hier natürlich nicht habe. Einmal den Mirror, unsere virtuelle VM sollen wir gegebenenfalls verschlüsseln. Ja, warum nicht? Ich mag das immer. Ich finde, wenn jetzt hier jemand den Server mitnimmt, ist es ganz nett. So, verschlüsseln wir das. Erledigt. Ja, das sieht auch gut aus. Genau, aber der Punkt ist der, alle Installationen, alles im Setup habe ich ja schon mal erklärt bei Linux Mint. Und deshalb sind die Sachen nicht großartig anders als da. Und na, machen wir mal hier. Das wird ja eh gelöscht. Zack. Und jetzt wird es ganz interessant, das ist, also was ist interessant, wichtig, einmal beim Setup OpenSSH mit installieren, und wenn ihr von eurer Hostmaschine einen Schlüssel habt oder im GitHub oder so, dann könnt ihr den importieren. Genau, ansonsten brauchen wir das nicht. Erledigt. Aber hier, das ist noch ganz interessant, und zwar bietet Ubuntu an, und das ist eine Funktion, die ich eigentlich ganz nett finde, direkt am Werk die eine oder andere wichtige Software mit zu installieren, und da sind auch ganz anständige Dinger dabei. Also
falls ihr noch keine Nextcloud habt, installiert euch das mit dem Snap. Warum nicht? Ich meine, man kann das auch händisch installieren, ist auch gar kein Problem, überhaupt nicht. Aber ich finde es ganz nett, dass die das anbieten, direkt in der Installation hier aus ein paar nicen Tools. Und ansonsten, jeder gute Server braucht auch eine Virtualisierungsumgebung. Da würde ich Docker zum Beispiel gleich mit installieren. Docker werden wir uns nachher auch noch anschauen, wenn das hochgefahren ist und installiert ist. Denn Docker ermöglicht dem Serveranwender zum Beispiel mit Portainer jede Menge andere Tools zu orchestrieren, könnte man sagen. Portainer, das ist eigentlich eine Oberfläche für Docker, weil Docker läuft nur in der Kommandokonsole. Ne? Ach, einmal updaten hier. Ist klar. Oh, ich habe gar keine. Ach, naja, gut, dann war alles klar. genau. Und da kann man halt relativ gut die virtuellen Instanzen vom Server administrieren. Ach, in der Tat, ich bin auch offline. Ich habe hier anscheinend kein Docker gerade installiert. So, aber das werden wir nachher auch machen. Und deshalb installieren wir Docker mit. Ansonsten ganz nice ist tatsächlich auch noch Rocket Chat. Das ist ganz cool. Und ja, ihr könnt euch das ja mal hier durchlesen, was hier noch so drauf ist. Die beiden lassen wir mit installieren. Und das läuft jetzt auch schon. Und ja, wir lassen ihn mal ein bisschen rödeln. In das Grundsystem installieren. Der große Unterschied, den wir halt haben am Ende ist, wir werden ein Gerät haben ohne grafische Oberfläche. Also ist schon installiert. Wie bedienen wir dieses System? Ja, wir müssen da ja irgendwie rauf. Und zwar werden wir das Ganze per SSH machen. Ne? SSH ist eine remote Lösung, das Secure Shell Protokoll, glaube ich, oder Secure Shell. Und da werden wir uns quasi aufschalten. Zum Beispiel hier mal auf meinem Router zum Vergleich. Ja, ach, das war das falsche Passwort, na klar. Da sind wir auf meinem DDWRT Router drauf. Und so, ich habe hier geleakt ein bisschen, aber ist egal. Das schneide ich nachher raus. Genau, ansonsten installiert er hier noch, ich weiß gar nicht, warum da oben Installation komplett steht und der eigentlich immer noch rödelt, ist auch egal, wir lassen ihn rödeln. Denn wir haben hier die Command Line Interface Pro Tipps. Das ist eine ganz nette PDF, kann ich euch auch nur raten, die auch runterzuladen. Denn die hat einige nette Informationen. Und zwar, ob das jetzt, also hier haben wir das mal durch eben Connect Remotely through SSH. Wir haben nämlich, ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendein Tool wurde gedroppt und ist nicht mehr bei 20.4 dabei, was bei 16.04 noch dabei war. Genau, ist auf jeden Fall ganz praktisch für alle möglichen Server Basics. So, das sieht aber fertig aus hier und das closen wir. Ich finde es eigenartig, dass der noch da am Rödeln ist, aber trotzdem hier schon den Neustart anbietet und hast nicht gesehen. Umsteht auch Installation komplett. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei meinem Server war. Aber wir starten die Bude jetzt neu. So, zack. Jetzt fährt er hoch. Na? Und ja, ach so, ja genau, wir haben es ja verschlüsselt, dann muss ich jetzt einmal den Schlüssel eingeben. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir es mit einem englischen, oh, war krank, ja, natürlich mit einer englischen Tastatur haben wir es eingeben. Ach ja, jetzt hat es geklappt. So, jetzt wird die Festplatte entschlüsselt, der Server fährt hoch. So Leute, es war mal wieder ein bisschen weird, aber das Problem ist gelöst. Und zwar, müsst ihr euch dann auch gar nicht drum kümmern, weil ihr werdet ja einen Server relativ, nativ einsetzen, installieren. Und ja, das waren jetzt hier irgendwelche Bridge-Geschichten mit VirtualBox und dem Netzwerk. Aber wir fahren den Server hoch und das sieht so aus. Am besten läuft das dann natürlich bei euch auf dem Fernseher oder irgendwie ab
weil beim Erststart muss man schon ja, na was sehen. So, und zwar haben wir uns eingeloggt auf unseren Server und genau sehen hier die Maschine mit unseren 4 GB RAM und Docker müsste auch schon laufen. Nextcloud läuft auch. Snap. Wie läuft das? Snap. List. Aha. Nextcloud. Ja, läuft. Sehr gut. Docker auch. Ja. So. Genau. Ein paar Sachen noch zu Portainer. Also bei Portainer ist es so, im Großen und Ganzen ist es eine grafische Oberfläche für genau, für Docker, und das ermöglicht uns halt straight out of the box so ein paar Informationen über unseren Containerdienst abzurufen und das halt relativ komfortabel online bzw. on the fly zu administrieren. Das ist ganz nett. Docker ist eine coole Software. Ich habe hier so Let's Encrypt drinne, ein WordPress-Blog läuft da drauf, eine Datenbank. Caddy ist bei mir auch ein Reverse-Proxy. Und was ist Docker? Im Grunde genommen muss man sich das überlegen. Docker ist eine Virtualisierungstechnik. Da wird von unten nach oben werden Teile vom System Kern Teil virtualisiert. Ja. Also anstatt dass ich einen Container habe mit einem gesamten Linux-Kernel drin und ich nach oben muss und alles haben muss, teile ich mir hier bestimmte Bereiche vom Kernel mit der Hostmaschine. Es ist relativ sicher, also es ist ziemlich sicher, aber primär ist es besonders einfach. Ja. Genau, die sieht auch, Portainer selbst ist zum Beispiel auch eigentlich ein Container. Und ansonsten, ja, also es gibt jede Menge. Man kann ganze Betriebssysteme mit Oberfläche droppen und benutzen. So, und so, relativ ähnlich ist zum Beispiel auch Snap. Ja, Snap, das ist der Dienst von den Codern von Ubuntu. Und ja, ihr seht hier schon die Commands. Ihr könnt einfach mal Snap, Fein, ich weiß nicht, Media Player. Einfach mal schauen. Es macht jetzt keinen Sinn auf dem Server. Ist ein Media Player total dumm. Ja, aber Snap kann man natürlich auch so auf seinem Server laufen lassen. Können wir mal gucken. Ach, VLC. Ah ja, hat er als Snap, genau, dann bietet er hier ein paar Kandidaten an, eine kleine Erklärung und so weiter und so fort. Ne? Und dann kann man, wenn man das möchte, also es macht jetzt hier überhaupt keinen Sinn, VLC zu nehmen, weil VLC halt wirklich eins mit einer Oberfläche ist, aber es ist jetzt egal. Wir laden das einfach runter. Also ihr seht, man kann sehr komfortabel mit Ubuntu Server Programme installieren. Und wir haben ja auch Dingsy drauf, Nextcloud. Genau, ansonsten kann man hier noch das Cheat Sheet empfehlen. Ja, das ist ganz nett. Zum Beispiel, wenn man seine IP nicht weiß. Network Control Status. Ja, das ist bei Ubuntu 20 das Command für, ja, ifconfig. Ansonsten, hier ist die Firewall, SSH ist mit drauf, W, also Who. Ah ja, genau, zeigt ein, welcher Benutzer auf dem Server läuft, wie viel von der CPU er braucht und so weiter und so fort. Ja, offene Ports sind auch immer ganz interessant. Aha. Netstat, naja, gut, haben sie es. Okay, also Netstat ist nicht mehr drinne, ist rausgeflogen. Ja, ansonsten richtig. Was haben wir hier noch für eines? Na, das sind alles so Basics, wie man, also es ist ja, das hier sind ja eigentlich, das sind ja alles Basics, kann man ja auf jedem System machen, ne, mit Gunzip oder Unzip arbeiten. Genau, Kill, Cut ist ein gutes Programm,
System Control auch. Service müsste auch gehen. Ja, Service geht. Da sieht man, welche Prozesse im Hintergrund laufen. Und genau hier Virtualisierung mit Snap. Wir haben uns aber ja auch nebenbei noch Docker installiert. Und Docker ist eigentlich ganz cool. Also das heißt eigentlich, Docker ist ziemlich cool. Und richtig, da kann man zum Beispiel ganz bequem ganze, hatte ich ja vorhin gezeigt, genau, ganze Umgebung, ach, das ist hier, war jetzt ein Permission-Fehler, bei einer Permission fehlt natürlich immer ein Sudo, ist klar. So, jetzt zieht der WordPress vom Docker-Hub runter, also ist sehr komfortabel, ne? Man muss sich nicht drum kümmern, alles händisch und selbst zu installieren. Und ja, das ist eigentlich ganz feierlich. Genau. Da arbeitet er vor sich her. Und wenn man sich den Docker Hub anschaut, ja, also bei Docker gibt es wirklich alles. Und zwar tausendmal. Also bis zu einem eigenen Ubuntu im Docker. Ne? Also man kann, also eine ganz verrückte Welt, das ist so eine Virtualisierungs-Inception. Genau, wir schauen mal hier einmal rein, was so für nice Tools da sind. Python, Postgres, Node, Node.js Plattform ist drin, jede Menge Webserver, Traffic ist ein Webserver, Engines, Now, WordPress, also Nextcloud haben wir hier, HTTPD ist auch ein Webserver, Maria, Datman, H-Proxy, ein Load Balancer und DNS Balancer, cooles Tool. Ja, damit kann man sehr nette Rotating Tor Proxies machen. Ist sehr praktisch. Debian, Elasticsearch, ach, das habe ich hier oben drauf für Kibana. Das ist eine wissenschaftliche Datenbank. Ja, die. Das ist eine ganz nette Software. Richtig, Amazon Linux, was ist das denn? Nein, Amazon Linux, ich, ach Gott. Aber ja, genau, ein MQTT Broker, genau, Mosquito. Ja, also es gibt eigentlich so ziemlich alles bei Docker und irgendeiner hat schon mal auf jeden Fall einen Container gemacht. Das ist ganz cool. Genau. Ja, ansonsten, wenn hier Midnight Commander nicht drauf ist, also Midnight Commander, Nano Edge Shop ist glaube ich drauf, Git ist drauf, die sind auf jeden Fall noch ganz gut auf dem Server zu haben. Und ja, genau. Ansonsten, wenn ihr euch jetzt fragt, wenn ich den Server jetzt weggestellt habe, wie komme ich denn eigentlich rauf? Dann geht ihr per SSH rein. SSH mit der mit eurem Benutzernamen und dann der IP von eurem Server. Ja, opala, dann kommt ihr da auf euer Gerät und genau befindet euch nun da drauf. Und ja, so Leute, ansonsten kann ich mich nur bedanken für euer Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ruhig in die Kommentare. Falls ihr eine Idee habt für ein Projekt, was man auf einem Server aufsetzen kann, also Heimautomatisierung oder was auch immer, dann lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten wünsche ich euch eine frohe Zeit. Ein gutes Leben. Bitte bleibt gesund und trotzdem auch heiter. Ne? Geht auch schön raus im Sommer. Leute, genießt das Leben. Geht an die frische Luft und habt nicht zu viel Angst. Und ansonsten fühlt euch geherzt, gekost, gekuddelt, Leute. Macht's gut. Irgendwann sieht man sich bestimmt wieder. Euer Wieland.